Ich habe das Gefühl, die nordische Mythologie ist momentan so gut wie überall. Wir haben Filme, wir haben Serien, wir haben verschiedene Bücher, die sich alle mit nordischer Mythologie beschäftigen oder daraus eben Romane schreiben, die als Grundlage benutzen, was auch immer. Und daraus sind uns natürlich jetzt auch einige Götter bekannt, zum Beispiel Odin, Loki und Thor. Ich habe aber das Gefühl, was uns nicht ganz so bekannt ist, ist die Kosmogonie. Nämlich, wie ist diese altnordische mythologische Welt eigentlich entstanden und wie ist sie aufgebaut? Und genau das möchte ich mir heute in diesem Video ein bisschen genauer anschauen. Wenn wir uns anschauen wollen, wie die altnordisch-mythologische Welt entstanden und aufgebaut ist, dann haben wir vor allem zwei Quellen, die wir konsultieren sollten. Das ist einmal die Völuspá, das heißt übersetzt die Weissagung der Seherin aus der Lieder-Edda. Und in der Völuspá beantwortet eine Völva, das heißt eine Seherin, Odin Fragen zum Anfang und zum Ende der Welt. Und wir haben als Quelle die Gylfaginning, das heißt übersetzt Gylfis Täuschung, die in der Prosa-Edda steht. In der Gylfaginning geht der Schwedenkönig Gylfi nach Valhall und fragt die Asen, also die Götter Asgards, über die heidnische Mythologie. Und in diesem Text werden auch ganz, ganz viele Strophen aus der Völuspá zitiert. Wir sehen also allein schon an diesen beiden Textbeispielen, dass altnordische Literatur gerne auch in einem Frage-Antwort-Schema strukturiert ist. Also es sind häufig dialogische Texte. Gleich werde ich ein bisschen darstellen, wie so der Anfang und der Aufbau der Welt ist. Und meine Darstellung beruht auf beiden Quellen, aber vor allem auf der Gylfaginning. Am Anfang gab es nur das Ginnungagap, das heißt den Schlund der Urleere. Im Süden entstand dann Muspelsheim. Das ist das Land des Feuers und der Hitze. Und an der Grenze von Muspelsheim steht der Feuerriese Surt, der da Wache hält. Im Norden wiederum entstand Niflheim. Das ist das Land der Kälte. Und in der Mitte von Niflheim liegt die Quelle Vergelmir. Von dieser Quelle gehen insgesamt 10 Flüsse aus und die speisen alle Gewässer der Welt mit Wasser. Auf diesen Flüssen lag dann giftiger Schaum und von denen ging ein Sprühregen aus, der ins Ginnungagap wehte, zu Reif gefror und dann die nördliche Hälfte des Ginnungagaps mit einer Reifschicht überzog. Aus dem Süden wiederum, aus Muspelsheim, zog Hitze und zogen Funken hinein in das Ginnungagap. Diese heiße Luft traf nun also auf den eiskalten Reif und brachte ihn zum Tauen. Und daraus entstand ein Tropfen. Und aus diesem Tropfen wiederum entstanden einmal die Kuh Audumla und der Urriese Ymir. Und Audumla nährte Ymir aus 4 Milchströmen, die aus ihrem Euter flossen. Als Ymir schlief, begann er zu schwitzen. Und unter seinem linken Arm wuchsen ein Mann und eine Frau heran. Und seine beiden Füße wiederum zeugten gemeinsam einen Sohn. Und dieser Sohn wurde später zum Vater aller Reifriesen. Audumla wiederum ernährte sich von den salzigen Steinen, die im Ginnungagap zu finden waren, und leckte die ganze Zeit daran und leckte über mehrere Tage hinweg und leckte schließlich einen Mann frei, Buri. Und Buri hatte einen Sohn namens Bor. Aus dem Reifriesengeschlecht ging dann irgendwann Bestla hervor und Bestla und Bor vermählten sich miteinander und zeugten 3 Söhne, nämlich Odin, Vili und Ve. Das sind die ersten Götter. Diese 3 Brüder erschlugen dann Ymir und sein Blut, das dann aus seinen Wunden herausfloss, ertränkte fast das gesamte Geschlecht der Reifriesen. Nur einer von ihnen überlebte und von ihm stammen dann alle weiteren Reifriesen ab, die es später mal geben würde. Aus Ymirs totem Körper erschafften die Götter die Erde. Aus seinem Blut machten sie das Meer, aus seinem Fleisch die Erde, aus seinen Knochen die Berge, aus seinen Zähnen alle Steine und alles Geröll. Aus seinem Schädel machten sie den Himmel und an jede der 4 Himmelsrichtungen setzten sie einen Zwerg. Aus seinem Gehirn entstanden die Wolken und aus den Funken, die von Muspelsheim herangeweht kamen, machten sie die Gestirne. Die Sonne und der Mond sind nochmal ein eigenes Thema. Wie sieht diese Erde dann aus? Sie ist kreisförmig und um sie herum verläuft das Meer. Und an den Stränden des Meers wohnen die Riesen.
In der Mitte liegt Midgard. Das ist die Welt der Menschen. Und Midgard wurde mit den Wimpern Ymirs geschützt, die wie ein Zaun um Midgard aufgebaut wurden, damit die BewohnerInnen von den Angriffen der Riesen geschützt sind. Um eine Verbindung nach Midgard zu haben, schufen die Götter in Asgard dann die Regenbogenbrücke Bifröst. Und diese führt nach Midgard direkt in die Welt der Götter nach Asgard. Das sind aber nicht die einzigen Welten, die es gibt, sondern es gibt insgesamt 9 Welten, die alle durch Yggdrasil miteinander verbunden sind. Yggdrasil ist hier als Illustration aus einer isländischen Handschrift aus dem 17. Jahrhundert zu sehen. Yggdrasil ist eine Esche und es ist der größte Baum, den es gibt. Seine Äste reichen über die ganze Welt und bis zum Himmel hinauf. Yggdrasil steht auf insgesamt 3 Wurzeln. Und unter jeder Wurzel befindet sich eine Quelle. Eine Wurzel liegt bei den Asen in Asgard. An ihr liegt auch der Urdbrunnen. Da haben die Götter ihre Gerichtsstätte und dort finden sich auch die 3 Nornen, die das Schicksal der Menschen bestimmen. Die zweite Wurzel liegt bei den Reifriesen. Und unter ihr liegt die Quelle des Riesen Mimirs, wo ganz viel Weisheit zu finden ist. Die dritte Wurzel schließlich führt nach Niflheim, einer Quelle Vergelmir, die alle Flüsse der Welt mit Wasser speist. Und hier liegt auch Nidhögg, der Totendrache. Er liegt dort unter der Wurzel und nagt an ihr. Und neben Nidhögg befinden sich dort noch ganz, ganz viele Schlangen. Dann gibt es das Eichhörnchen Ratatosk, das immer von Nidhögg an der Wurzel über den ganzen Baum nach oben ins oberste Geäst hin und her läuft. Und warum läuft es da so lang? Naja, ganz oben in den Ästen Yggdrasils sitzt ein Adler. Und das Eichhörnchen läuft die ganze Zeit zwischen diesem Adler und dem Drachen unten hin und her und tauscht Gehässigkeiten zwischen den beiden aus. Dieser Adler verfügt über ein sehr reiches Wissen. Und zwischen seinen Augen sitzt Vedafölnir, ein Habicht. In den Ästen Yggdrasils befinden sich aber auch noch 4 Hirsche, die den ganzen Tag im Geäst sitzen und die Blätter Yggdrasils abbeißen. Also Yggdrasil ist der Weltenbaum, der alle Welten umspannt, der essentiell wichtig auch für diese Welt ist. Ich finde, dass diese altnordische Kosmogonie irgendwie was sehr Organisches hat. Und organisch meine ich jetzt im Sinne von, dass sie sehr stark auf Natur und Körperlichkeit bezogen ist. Und die Götter zum Beispiel, das sind keine transzendenten Wesen, sondern sie sind biologisch gezeugt worden und sie sind tatsächlich in dieser Welt materiell vorhanden sozusagen, und zwar neben allen anderen Lebewesen.